Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute Alicia am Start. Hallo. Eine Top-Athletin, die uns zeigen wird, wie man mit eigenem Körpergewicht arbeiten kann. Richtig. Was ja auch sehr wichtig für uns ist, wenn wir gerade mal, man kennt das ja, man hat kein Gym am Start. Das heißt, man kommt nicht mehr rein oder man hat kein Gerät oder man ist überhaupt nicht angemeldet. Will aber was für seine Figur tun, jetzt auch gerade bestimmt für die Frauen, ganz interessant. Und für uns Kampfsportler ja sowieso. Denn wir wollen ja auch eine körperliche Fitness standhalten. Das heißt, wir haben ja auch gerade Leute, die aus dem MMA-Bereich kommen und sonst wer, müssen ja auch so und so viele Runden absolvieren. Und da ist körperliche Fitness ganz wichtig. Wie lange wird das Training ungefähr gehen? Ja, Anfänger trainieren 8 Minuten, Fortgeschrittener 16 Minuten. Ah, okay, alles klar. Ich denke, hört sich wenig an, 8 Minuten, aber ich denke, die 8 Minuten haben Sie in sich. Oder ich muss gleich die 16 machen, ich weiß nicht. Die kennt mich bestimmt. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich. Nach dem Intro geht's los. Bleibt einfach dran, bis gleich. Ja, unsere erste Übung, die heißt Mountain Climb Bars und die geht eine Minute. Man geht in diese Position und macht solche Jumps. Und das geht dann eine Minute. Auch eine Übung, die ich kenne, zum Beispiel aus dem MMA, eine sehr effektive Übung. Bei dieser Übung wird vor allem die untere Bauchmuskulatur trainiert, Brust- und Schulterbereich, Po und die Beine. Und bei dir, alles gut? Also eigentlich. Also strengt an, man merkt das auf jeden Fall. Mountain Climb, das kenne ich auch aus der Kampfkunst noch. Eine sehr top Übung. Finde ich spannend. Als nächste Übung machen wir die Jumping Planks. Man stellt sich in diese Position und achtet dabei, dass man nicht zu weit auseinander steht. Und schon kann es losgehen. Beinmuskulatur sowie die Po-Muskulatur. Oder? Ja, die Beine brennen gut. Ich wäre normalerweise mehr so dieser Typ, der auch sehr viel Gewicht und Fitness durch die Squats macht. Aber das ist eine ganz andere Kombination. Bin ich jetzt fertig. Bei der nächsten Übung machen wir Spider-Man-Push-Ups. Eine sehr gute Übung, vor allem für Männer, aber auch für fortgeschrittene Frauen. Dabei gehen wir in die Position des Push-Ups. Und winkeln dabei aber hier vorne das Knie an. Sehr gut für die Schultern, Trizeps und die Brustmuskulatur. Bei ihm sieht das alles noch ganz gut aus, aber wollen wir mal schauen, ob das gleich auch noch so gut aussieht, wenn wir ein bisschen Gewicht drauf machen. Oh, das merkt man. Ja, das ist schon was ganz anderes. Und man merkt, man wird gequält. Jetzt machen wir die Burpees. Das ist eine Ganzkörperübung. Und David zeigt die Übung für Fortgeschrittene. Das sind die Liegestütze, die ganz runtergehen. Und ich zeige Liegestütze, die nicht ganz runtergehen, für Frauen, die jetzt vielleicht keine schaffen. Oder auch keine schaffen. Demnächst, komm. Okay. Und?
wie ihr seht, ist das eine gute Übung für die Fettverbrennung. Ich bin auch aus der Puste, aber nun kommen wir trotzdem zu der nächsten Übung. Jetzt machen wir die Explosive Long Jumps. Dazu musst du in die andere Ecke gehen. Okay. Und? Strafarbeit. Dich so hinstellen. Ja. Und wir müssen so weit wie möglich springen. Ach so, okay, alles klar. Und los geht's. Und wieder umdrehen. Und gucken. Was ich hier auch merke, ist besonders gut, glaube ich, wenn wir die Arme so mit zur Hilfe nehmen, ne? Oder? Ja. Ja, also ich habe das gerade gemerkt, hier den Schwung mitnehmen, das hilft mir doch sehr gut. Jetzt machen wir Hinde-Push-Ups. Das ist eine gute Übung für Schulter, Rücken und Brust. Und hierbei ist es wichtig, dass wir den Po schön weit hochstrecken. Ganz anders als bei den anderen Push-Ups. Was ich hier auch so noch ergänzend sagen kann, was wichtig ist, man kann sich hier vorstellen, wie durch so eine Limbo-Stange durchzutanzen und dann hier quasi, hier ohne zu berühren, da durchzuangeln, hätte ich mal gesagt, dass man hier so durchkommt. Diese Übung müsstest du auch ganz gut kennen, aufgrund deines Kampfsports. Genau, okay. Ja, und zum Schluss wollen wir noch zwei Bauchübungen machen. Jetzt machen wir Fahrrad-Sit-Ups. Hierbei bewegen wir unsere Beine wie beim Fahrradfahren. Das ist gut für die untere Bauchmuskulatur. Und die Sit-Ups, die sind gut für die obere Bauchmuskulatur. Auch nochmal ganz wichtig, kann ich nur dazu betonen, ja, ich sehe das auch immer, viele machen das falsch. Ganz wichtig, zieht euch nicht hinten hier so hoch, ja, da macht ihr euren ganzen Nacken kaputt, sondern dass ihr immer nur höchstens die Hände anlehnt. Na, kann ich noch ergänzen, glaube ich, dazu sagen. Direkt im Anschluss den V-Sitz. Und der bleibt, der ist gut. Sehr gut. Ich fand das Training super, es hat mir super viel Spaß gemacht, wirklich, das war der Hammer. Man merkt, wie man mit eigenem Körpergewicht sich komplett zerstören kann. Ich meine, ich merke es in der Brust, ich merke es in der Schulter, ich merke es im Bauch, ich merke es im Bein, Po, überall. Ich kann nur sagen, Leute, die kracht euch kaputt, die macht euch kaputt, die killt euch, ich schwör's euch. Und wenn ihr Bock habt auf mehr solche Videos, dann gebt doch dem Video einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, ich wette, du hast noch 1000 Übungen, oder? Na klar. Da werde ich doch richtig auseinandergenommen. Wenn ihr mich leiden sehen wollt und wenn ihr sie wiedersehen wollt, wie gesagt, top Daumen nach oben von meiner Seite aus, dann seid beim nächsten Mal wieder dabei, abonniert meinen Channel und ich würde sagen, wir sind raus. Ne? Ich wünsche euch was, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.